Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Erneut müssen wir uns mit einem der vielen Stammtischparolen-ähnlichen Anträgen der AfD im Bildungsbereich befassen. Ich sage Stammtischantrag, denn augenscheinlich fehlt Ihnen wieder einmal die notwendige Differenzierung und das notwendige Einfühlungsvermögen in die Belange unserer jungen Bevölkerung. Für mich hat der Antrag der Mitglieder der AfD-Fraktion wieder einmal klar bewiesen, dass Sie das Anliegen der für den Klimaschutz streikenden Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland und ja auch Europa nicht ernst nehmen, nicht verstehen, nicht verstehen wollen. Stattdessen leugnen Sie lieber vehement und auch gegen jede wissenschaftliche Expertise den Klimawandel. Meine Damen und Herren, es ist hier heute vieles schon gesagt worden, und auch ich sage für meine Fraktion, bei allem, was die Demonstrationen betrifft, zieht sich nach Ansicht der Freien Demokraten die richtige Haltung der Verhältnismäßigkeit durch. Die Erfüllung des Bildungsauftrages ist gemeinsam mit den Schulpflichtigen, den Eltern und der Schulleitung vor allem durch pädagogische Maßnahmen zu gewährleisten. Erst in einem letzten Schritt soll es zu Ordnungsmaßnahmen kommen, die dann auch mit einer Geldzahlung verbunden sein können. Aber noch mal ganz klar und deutlich, diese Entscheidung soll jedoch nicht hier im Landtag gefällt werden, sondern in den Schulen. Und im Gegensatz zu Ihnen vertrauen wir auf unsere Schulleitung, dass sie angemessen und verhältnismäßig verantwortungsbewusst damit umgehen. Und dieses auch ganz besonders in Bezug auf die Friday for Futures-Demonstration, auf die Sie ja Ihren Antrag begründen. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht davon freigestellt, ihr Klassen- und ihr Lernziel zu erreichen. Sie werden den Unterricht in irgendeiner Form nachbereiten. Und wollen Sie wirklich verlangen, dass die Schulleitung die Polizei auf den Weg schicken und die Schülerinnen und Schüler von ihrem Streikplatz abholen und in die Schule zwangsweise bringen? Denn so liest sich Ihr Antrag für mich. Ich halte das für unverhältnismäßig, und es fällt mir wirklich schwer, an dieser Stelle nicht noch deutlicher zu werden, weil es dem Parlament nicht angemessen ist. Und jede weitere Befassung zu Ihrer Haltung an diesem Thema ist einfach verschenkte Lebenszeit. Vielen Dank. Applaus